Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und der junge Zocker hat heute etwas ganz Besonderes, weil wir testen heute mal eine Deko-Waffe. Eine Deko-Waffe ist eine echte Schusswaffe, die etwas abgeändert wurde. Das heißt, das Magazin wurde zum Beispiel zugeschweißt und so weiter. Ich kann euch mal erzählen, was alles gemacht wurde. Also Patronenlager verschweißt, Lauf sechsfach Kaliber groß gebohrt, Lauf im Gehäuse verbunden, gehärteter Stahlstift im vorderen Laufdrittel und so weiter. Schlagbolzen doch verschweißt, Abzugsmechanik deaktiviert. Ich habe eine AK-47 gekauft von 1961 und die zeige ich euch und ich bin sehr positiv überrascht von dieser Waffe. Das hier ist das AK-47. Das AK-47 hat ein ordentliches Gewicht und wir machen mal das Ding rein, weil die stinkt total nach Öl oder irgendetwas. Und wir haben das klassische Geräusch sogar, was man aus Call of Duty kennt. Und die habe ich bei Red Star Militaria gekauft und ich bin sehr positiv überrascht. Top Kundenservice. Ne, ich wurde richtig gut behandelt als Kunde. Und ja, wie schon gesagt, ist eine Deko-Waffe, wie schon gesagt, abgeändert. Sie hat leichte Beschädigungen, was halt dazu gehört. Aber das kann man alles mit Schleifpapier eben bearbeiten. Da habe ich also keine Probleme damit. Ist ja auch immerhin ein Naturstoff. Das ist Holz. Und Holz hat nun mal auch seine Kratzer. Ja. 1961 ist diese Waffe, sie ist abgeändert, wie schon gesagt, Sachen verschweißt und so weiter. Und ich kann euch jedem empfehlen, wenn ihr das 18. Lebensjahr erreicht habt und gerne mal eine Kalaschnikow haben möchtet, dann geht auf Red Star Militaria. Oben im Videotitel seht ihr ja den Titel, ja, die Firma, wie die Firma heißt. Und jetzt zeige ich euch die Waffe nochmal näher. Ja, die Waffe ist von 1961, eine gebrauchte AK-47. Und hier haben wir sie. Das ist die Beschädigung, die ich gemeint habe. Das ist eigentlich total wenige Beschädigung. Weil eigentlich eine AK-47 das Holz eigentlich schon immer stark beschädigt ist. Aber hier haben wir ganz wenige Beschädigungen. Für das Jahr 1961 kann man da wirklich nicht viel sagen. Hier haben wir gar keine Beschädigungen. Und ja, das ist eine tolle Waffe, wie wir hier sehen. Und da kann man nur sagen, Lob an Red Star Militaria, tolle Firma, Top-Kundenservice, Top-Lieferung und Top-Ware. Das wird die nicht die letzte AK sein, sondern ich werde mir wahrscheinlich noch eine AK-47 holen. Deko. Bis dann. Ciao.